Da sind wir wieder. Hallihallo und herzlich willkommen bei SnowRunner. In diesem Let's Play geht es darum, so eine Tour abzuarbeiten. Und das machen wir jetzt relativ einfach mal, indem wir aus der Werkstatt rausgehen, uns mal kurz die Aufgaben anschauen. Und unsere Aufgabe heißt, ich mache jetzt rein, King of the Hill. Und darüber geht es darum, die Nord- und die Südspitze, also hier Nord- und Süd, Nordspitze, der Ecke von uns hier zu, der Karte hier zu erkunden. Und das war der Plan, das machen wir jetzt mal. Wir sind jetzt hier unten und wollen jetzt hier außenrum, da oben hin. Wäre eine Möglichkeit. Wir können aber natürlich den Weg hier fahren, da oben hin. Und das ist genau der Weg, den wir jetzt gehen. Es geht hier wieder durch diese Schlammwüste, das kennen wir alles schon. Fahren am Lagerhaus vorbei oder fahren hier vielleicht am King of the Hill direkt vorbei. Mal schauen. War eine Möglichkeit, denn die Auffahrt, die ist hier an dem vorbei. Also wir müssen hier nach oben. Von daher denke ich mal, dass das auch der Weg sein sollte, den wir als erstes einschlagen. Dahin. Und wir fahren diese Strecke mit unserem Scouty. Der ist am besten dafür geeignet. Der einzige Nachteil, den dieses Auto nach wie vor hat, ist, er fällt wahnsinnig gerne um und deswegen müssen wir ein bisschen vorsichtig fahren, sonst fahren wir nämlich alle 2 Minuten von vorne an. Erstmal lieben Dank fürs Zuschauen und Einschalten und dabei sein. Ich hoffe, es macht Spaß. Ich weiß nicht, wie das ist, bei diesem Spiel zuzuschauen. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr es selber spielt, das sorgt einfach für so eine gewisse Ruhe im Kopf. Das hat echt die Eigenschaft, einen ein bisschen runterzubringen. Man gewöhnt sich relativ schnell an die Situation, dass es hier eben nicht alles Polter die Polter, rum die Katz geht. Ist eben kein Ballerspiel. Ist auch keine, wie ich finde, klassische, weiß ich so, Simulation. Irgendwie wahrscheinlich schon, aber irgendwie kann ich es auch nicht so ernst nehmen. Denn es macht einfach einen Mörder-Gaudi mit den Karren hier durch die Gegend zu fahren. Und zuzuschauen, wie sich das Auto hier durch den Dreck wühlt. Jetzt ist mal alles doch nur geil, oder? Wenn er so langsam und sicher durchkommt, das ist schon, fahr auf mich zu. Fahren wir da lang nicht vor den dicken Felsen. Der ist wieder sich da durchkämpft. Oh, gefährlicher Wasserstand, das ist nicht cool. Schauen wir kurz, ob wir irgendwo eine Winde erwischen. Nein, nehmen wir die. Die schmeißen uns wahrscheinlich nur um, aber besser als nichts. Reicht noch nicht. Okay. Dafür haben wir sie ja aber, dass sie uns im Zweifelsfall befreit. So. So, Auto, weiter. Packt uns dazu. Sorry, mein Fehler. So, weiter geht's. Das Wasser ist hier nicht ganz so tief. Hier liegt ein bisschen Baum im Weg. Wenn wir dies hier am Rand lang fahren, ist für das Auto easy peasy. Das macht er schon echt gut. So, nicht gegen die Wand. Wir fahren jetzt hier hoch. Könnten, glaube ich, auch alle außen rumfahren. Aber hier hoch ist der lustigere Weg. Ich weiß gar nicht, wie da hinten durchkommen, weil da hinten nicht mein Hänger im Weg. Was tun wir das? Schauen wir uns an. So oder so fahren wir jetzt mal hier durch. Und schauen wir mal, ob wir auch hier lang. Ich meine, das war die Abkürzung, ne? Dass ich das richtig im Kopf habe. Oh, wird sich jetzt zeigen. Ich fahre ziemlich krasse Tour hier lang. Es geht mit einem normalen LKW nicht so leicht. Der wühlt sich hier durch. Wenn wir jetzt abbiegen, schauen wir auch kurz auf die Karte. Das ist dem King of the Hill, also fahren wir da vorne links. Versuchen hier möglichst nicht umzufallen, was das Auto wirklich, wie gesagt, sehr gerne tut. Achso, weil er noch nicht dabei war, falls er nicht reingeschaut hat, so sieht es drin aus mit meinem Hula-Hula-Mädchen. Total cool und total cool. Nummer 7 ist ein bisschen schlecht, man hat eine relativ schmale Scheibe und kann dadurch echt wenig erkennen. So. Gehen wir nach draußen. Und wo geht's lang? Zum Hill geht's am Haus vorbei. Da den Berg hoch. Okay, machen wir so. Fahren wir da durch. Hier. Die Aufgabe kennen wir.
Die machen wir jetzt einfach weiter. Wir müssen halt nur ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht freilassen. Das ist, wie gesagt, das Terrain ist schon ziemlich eng. Ziemlich. Ich sehe auch wenig. Das ist halt, das ist nämlich genau das, was ich meine. Das ist ein Ding, wo du auch schnell mal umfallen kannst. Puh. Warum kippt der so nach hinten? So ein großes Loch. Schon echt steil, ne? Kann das sein? Ich sehe nichts. Ich sehe ja noch weniger, wenn ich mich ins Auto reinsetze. Jetzt sollte ich in den Slow Motion langsamen Gang wechseln. Gar nicht mal die schlechteste Variante. Das machen wir mal eben. Das ist das Auto ein bisschen besser zu kontrollieren, glaube ich. Jetzt da wieder runter. Bin noch richtig. Wirkt so. Das kann auch lustig werden. Es dauert noch einen Moment, bis sie da oben sind. Okay. Das Blöde ist, ich sehe hier halt, wenn ich so von oben gucke, ich sehe die Höhenunterschiede nicht, wie jetzt auch. Ich sehe nur ganz begrenzt, wo ich wirklich lang fahre. Das ist besser. Ein bisschen weniger Wald ist mir lieber. Wo wir da hochkommen. Also das ist tatsächlich krass steil. Das wird mal schlimmer, oder? Müssen wir aufpassen, dass wir da nicht Rückwärtssalto machen. Hey. Da kommt der so nicht hoch. Wo ist er jetzt? Oh. Jetzt aber. Jawohl. Muss auch wieder runter, ne? Puh. Das ist aber eine echt fiese Strecke. Ich bin gespannt, ob wir da hochkommen. Aber das probieren wir auf jeden Fall aus. Auf jeden Fall mal ganz spannend zu sehen, was mit dem Ding tatsächlich geht. So, okay. So, hier hoch. Nee, das ist der falsche Weg, Kumpel. Rollen wir zurück. Ja, muss ich zurückrollen kommen. Und jetzt. Schon abstürzen, bis wir das sehen. Puh. Das ist schon echt krass, oder? Guck mal die Aussicht an. Mega. Ja, King of the Hill, sag ich da nur. Noch der richtige Weg. Das wirkt so falsch, aber es ist richtig. Okay, wir versuchen weiter. Ja, sonst wirklich ohne umzufallen. Ja, ist schon echt knackig. Ist aber schön klein und schmal, ne? Im großen Auto kommst du ja nicht durch. Wenn er ausprobieren könnte, so einfach mal spaßeshalber wäre, gerade aus dem Berg runterzufahren. Das klappt. Wahrscheinlich wahnsinnig viel Zeit sparen und müssen dann das Ganze abschleppen lassen, aber. Auf jeden Fall mal lustig. Ich denke, das sollte unser Ziel sein. Cool gemacht.
ist echt gemein. Auch das ist nicht oben hängen bleiben. Puh. Okay. Das ist jetzt so der Punkt, wo die Kuh das Wasser lässt, oder? Gleichmäßig fahren und ruhig. Das ist immer das Geheimnis beim Offroad-Fahren. Ruhig fahren. Also dieses Gas-Spielen hier, das ist so ein bisschen wie Carrera-Bahn-Fahren rein für mich. So, muss ich mal, soll ich mal kurz einen Rückwärtsgang reintüben? Hopp, stopp. Stopp, puh. Binde lösen. Jetzt versuchen wir hier wieder hochzukommen. Boah, es ist aber auch krass steil. Da ist das wirklich so stark. Ja, hier ist es gar nicht stark. Das ist ein cooles Bild, ne? Das ist immer ein cooles Bild. Okay. Wow. Okay. Weiter geht's. Also hoch da. Und es wird nur so steil. Das kann eigentlich nicht sein. Räder vorne heben regelmäßig ab, also so wenig steil kann das gar nicht sein. Wieder ein Teil geschafft. Puh, mein Puls geht hier 1 zu 1000, ey. Uiu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 i und weiter, weiter, weiter. Haben wir den geschafft, das ist ganz ruhig. Da gibt es auch Leute bei euch, die da einfach so hochballern. Also ich hoffe, dass ich das jetzt nicht alles hier total überziehe. Ich habe das Gefühl, dass das nicht so mal eben geht. Nicht umfallen, das wäre nicht cool. So, und wir haben tatsächlich den ersten Teil der Reise geschafft. Ich glaube es ja noch nicht. Können wir einen Kaffee machen da oben? Kaffee trinken. Puh. So, King of the Hill. Such die Südspitze. Such die Nachtspitze. Scout empfohlen. Da. Das zählt jetzt nicht, oder was? Ich höre nichts. Ich kriege hier keine Info. So. Sie hört ihr irgendwas? Merkt ihr, ob ich irgendwas verpasst? So. Ich bin noch am passenden Punkt. Sag mir nicht, dass das nicht zählt. Das wäre echt scheiße. Schauen wir noch mal kurz in die Karte. Muss ich irgendwas tun? King of the Hill. So. Kurz zum Auto springen. Da ist mein Auto an der Nordspitze. So. An der Südspitze ist mein Auto. So, die Verfolgung läuft doch. Da unten war ich doch schon. Jetzt bin ich da oben. Ja, ist das jetzt okay oder ist das nicht okay? Wisst ihr, habe ich jetzt was verpasst? So, das ist jetzt. Du warst fleißig in letzter Zeit, warum ist denn nicht im Bank interessant? Punkt auf der Karte. Fantastisch, also wir natürlich an so Südspitze. Ist die? Da ist auch mein Auto. Vorgestoppen. Vorgestoppt. Südspitze. So. Da bin ich. Ziel auf den Zufall, das ist der. Da. Juhu.
Wieso hat er das denn nicht angenommen? Das verstehe ich nicht. Was soll ich denn jetzt hier oben machen? Ein bisschen aufräumen oder muss ich auch was tun? So, jetzt soll ich was machen? Den nächsten Punkt anfangen. Okay. Also, wer ist dafür, dass wir hier runterspringen? Oh, wir müssen langsam runterfahren. Wie, das zählt nicht, ey. Wie, ich muss hier nochmal runter. Das war echt natürlich ohne Pump. Und da ist das Auto schon auf dem Dach und rollt es weiter. Rollt es weiter, rollt es weiter, rollt es weiter. Ich hätte doch springen sollen, oder? Das ist doch Mist. So, die Handbremse ist angezogen. Kann nichts mehr passieren. Ha! Lach mich tot. Was eine Scheiße. Motor starten geht nicht. Fahrt wechseln. Geht auch nicht. Bergen. Nimm ihn mit in die Werkstatt. Da ist er. Also die Spitze hatten wir. Da ist alles noch klar mit meinem alten Getriebe, Federung. Obwohl, du setzt ihn noch höher, ey. Wie in der Ersatzrad, Schnorchel, Rahmen zu setzen, Gepäck brauchen wir das nicht. So. Dann fahren wir von hier aus jetzt in die andere, oder? Okay, machen wir so. Hops, ist halt eh dunkel. Jetzt haben wir es bis nach ganz oben geschafft und das ist alles für die Tonne. Wehe, das ist nicht drin, ey. Dann haben wir gefahren, das ist echt anstrengend. Im Dunkel geht das schon mal gar nicht. So, stopp. Machen wir es jetzt anders. King of the Hill. So. Wo war ich denn gerade eben? Die Nordspitze. Komm ich da überhaupt hin? Ah, das ist das Lagerhaus. Den komme ich von da aus dahin. Okay. Gut. Lagerhaus aus. Okay. Blühen wir uns wirklich Schlamm und versuchen das einfach ein neues. Wir müssen also nach und nach ein paar Dinger machen, ein paar Sachen ausprobieren und fertig machen, damit wir hier unsere einzelnen Ziele kriegen. Das heißt, warte mal, stopp! Wo war denn das Upgrade eigentlich, das andere, was mir fehlte? Da war ich, das habe ich mir doch geholt, oder? Da ist das viel zu weit weg. Also wir machen jetzt das eine Ding zu Ende eben und dann haben wir da das Upgrade suchen. Wo geht's eigentlich da lang? Kann ich da nicht auch raus? Komme ich aber nicht weiter, ne? Oder? Das geht auch. Wenn ich da hochfahre, Moment mal die Finger weg, ich sehe da nichts. Boah, ist aber eine fiese Piste, oder? Wäre so eine, ich kenne mich im Wald nicht aus, Piste, ich fahre da mal. Ne, ich glaube, das lassen wir lieber. Wir fahren lieber außen rum, okay. Okay, haben wir genau. Ein Allrad anmachen und volle Hütte dadurch, gibt uns auch was. Das haben wir mit dem Truck geschafft, dann schaffen wir es mit dem Müll davon auch noch. Oder was? Wo ist die Wende verbunden? Genau. Und lösen. Jetzt komme ich ja nicht geradeaus, auch geradeaus das Camper diese andere Strecke. Ne? Und die Frage ist halt, bin ich da eigentlich schneller?
Hier links hochfahren mit die Abkürzung zu der. Aber die Abkürzung kommt. Wie fahre ich denn hier in Low Range? Das ist ja noch keine Erwartung, der hat einen Ort. Easy peasy. Easy peasy lemon squeezy with a sherry on the top. Oh. Alter Junge, guck mal. Hey, wo ist denn? Folge der Route. Folge dem Pfad. Von anderen springen wir runter, das machen wir nicht normal, diesen Quatsch. Das war jetzt richtig. Jetzt, ich sehe nichts. Ich sehe nur wo die Richtung, aber ich sehe nicht Richtung. Wir kommen von. Fahren schräg rechts darunter. Ist korrekt. So. Hubele. Durch geht's. Da mit dem Auto geht das easy. Nicht ganz so wild. So, mit dem können wir jetzt. Das ist schon, weil wir an dem Ding vorbei müssen. Nur ein Stück, ne? Dann geht's hoch. Aber wir können jetzt da hinten nichts machen. Das bringt uns ja nichts. Jetzt haben wir jetzt in dem im Camp. Was hier direkt? Was hier? Hier war es noch nicht. Ein Stück weiter. Ich sehe nichts mehr. Das ist gerade direkt. Weiter geht's. Wir waren auf der Turm, auf der Top of the Hill, aber dass der den nicht angezeigt hat, wenn der ist. Jetzt müsste es eigentlich gleich mal irgendwann links hochgehen. Ich weiß, dass das hier ist. Und hier ist es. Da bin ich schon mal umgefallen. Ich erinnere mich daran. Ich gucke, was ich hier gerade ausfahre oder rechts fahre. Zum Top of the Hill. Müssen wir nach rechts abbiegen. Zur Betonbrücke geht es geradeaus. Das sehen wir, das ist viel geiler. Und ich bin weiter weg. Ah, geht doch. So. Das ist ein lustiger Aufstieg. Spaßig. Schlammig. Ah, ich bin wieder drei Kreuze, wenn ich oberhalb der Waldgrenze bin. So. Echt auf, das ist mir das Auto schon mal umgekippt. Hallo? Hallo? Ich sehe nichts. Zurück. Ich muss da nicht durch, ich muss tatsächlich mal kurz damit raus.
So, jetzt versuchen wir es. Oh, vorsichtig, Lars. Binde. Da dran. Oh, komm schon, ich brauche da oben einen. Mal kurz an der Winde ziehen, bitte, dass mein Auto nicht umfällt. Vielleicht. Gut, danke. So, das war eng. Denn da ist er, glaube ich, genau, dass er schon mal umgekippt. Voll gefährlich, ey. Okay, fahren wir langsam auf. Nur mal ein bisschen vorsichtiger, wenn wir jetzt hier hochballern, bitte das Auto aufheben müssen. Also diese autonome Winde scheint mir tatsächlich eine Überlegung wert zu sein, zumindest für dieses Auto. Du kannst den Zeitsatz dann selber aufstellen. Vielleicht nicht immer, aber häufiger. So, das funktioniert jetzt. Kann sich nur um Stunden handeln, bis wir oben ankommen, aber das ist egal. Das war bei anderen ja auch ein bisschen länger. Mal gucken, wie lange wir brauchen und ob wir es schaffen. Denn das ist ja das Ziel. Beide Hügel. Es gibt zwar nur ein paar Euro, aber ein paar da hoch. Ernsthaft. Ich sehe nichts und das ist schlecht. Jetzt sehe ich wieder was. Ich sehe wieder nichts. Okay, jetzt sind wir ein bisschen mehr. Okay. Das Gute bei diesem Kriechgang ist, dass er jetzt nicht irgendwelchen Unfug macht, den ich zu spät mitbekomme. Er macht genau das, was er soll. Oder auch nicht, weil dann kannst du immer noch reagieren. Besser als wenn er plötzlich schneller wird. Wenn er einen Quatsch macht. Okay. Komm schon. Cool, weiter so. Ja, Mann, komm. Ach da. Ich will nicht durch die Steine. Okay. Das ist ja ein bisschen steiler. Wie steil ist das denn wirklich? Wirkt das nur so? Das ist fies. Und dann weiter. Und langsam. Schafft. Oder? Ja, schafft. Wenn ich kann, der Wagen relativ viel. Er fällt nur leicht um. Licht! Seht ihr das? Es wird heller. Cool. Die Sonne kommt raus. Klettert uns hier hoch. Stück für Stück. Jetzt höre ich denn hier Wasser rauschen. Geht's. Auf die, komm schon, Baby, du kannst das doch da hoch. Bald haben wir's. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Super. Aufpassen, dass der hier nicht abschmiert. Ja, ich kann die Spitze schon sehen, der wird schon relativ weit. Komm. Wartet ein riesen Sprungbrett auf dich, komm. Jetzt ein bisschen schaffen wir aber. Jawohl, bingo, aufgestiegen, du hast den Rang 3 erreicht, cool. Puh, da. Da, Party on, Baby. Cool, seht ihr das Bild an, wir sind ganz schön weit oben. Da ist ein Turm. Haben wir den eigentlich schon besucht? Ich glaube ja, ne? Cool. Geile Aussicht eigentlich. So. Wie kommt man hier wieder runter? Irgendwie zurück. Lass ausprobieren. Wer ist dabei?
Sind wir ein Rebell? Oder sind wir kein Rebell? Also, finden Sie die Fabrik und bringen Sie Ersatzteile für Bogen 04. Verschwundene Maschine. Das wird der nächste Job. Mal kurz da reinschauen, was wir. So, müssen wir jetzt überhaupt hin? Ich würde jetzt eigentlich gerne wieder zurückfahren. Die Ersatzteile und so holen können wir eher das vergessen. Ist hier noch irgendwas Unentdecktes für uns? Schon mal hier sind. Na, da sind wir gerade. Da runter ist dann schon wieder eine ganze Ecke. Hier runterkommen. Können natürlich da jetzt runterfahren. Das können wir ausprobieren. Dann können wir. Ja, das ist alles schon echt weit weg. Oder wir fahren halt wieder, wie gesagt, da oben müssen wir noch hin. Und zu dem Upgrade da drüben müssen wir auch noch. Der fehlt uns auch noch. Und das Upgrade fehlt uns noch. Eigentlich eher die beiden Dinger. Also wir machen jetzt folgendes. Wir springen jetzt mit dem, fahren jetzt mit dem Scout hier runter. Und zwar auf direktem Weg. Haltet euch fest. Schaut ihn euch noch einmal an. So sieht er unten kaputt. So sieht er heil aus. Und dann lassen wir uns in die Werkstatt galoppieren und fahren von da aus den Rest ab. Ist dann soweit. Action Camps an und los geht's. Oh, das geht doch relativ gut. Oh nein, jetzt fällt er hin und stellt es wieder hin. Er stellt es wieder, er stellt es wieder. Er hat es geschafft, er steht wieder. Der Scout ist der größte. Scouty Scout. So. Rückwärtsgang rein. Und. Nein, 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 Menschen, dann mit dem Rückwärtssalto darunter. Und. Oh, das ist jetzt schlecht. Da könnte es jetzt aber schwierig sein, den Wagen wegzukriegen. Ist mir total unangenehm. Ich weiß, ich bin nicht ganz so seriös, wie ihr vielleicht wollt, aber schaut euch diesen kleinen Crash an. Sowas passiert, wenn man Scheiße macht. Das arme Auto, könntet ihr jetzt sagen. Sagen wir den, ne? Ich denke ja. Und tschüssi, da ist er wieder. Seht ihr? Wieder voll. Alles cool. Und jetzt können wir mit dem die Werkstatt verlassen. Und unseren nächsten Job machen. Der nächste Job heißt, wir fahren Besit dahin. Bis von da aus kommen wir da eigentlich überhaupt hin. Da unten lang und dahin. Also da will ich jetzt erstmal hin. Zu dem Wachturm. Und von dem Wachturm aus möchte ich gerne zu dem Wachturm und zu dem Upgrade hier. Das ist unsere Strecke. Die machen wir jetzt noch. Auf geht's. Seid ihr soweit? Ich bin soweit. Okay, cool. Handbremse lösen. Und Abflug. Wenn wir nachts fahren, machen wir was? Genau, wir machen das Licht, dann sehen wir auch mehr. So, ich finde, der Wagen fällt sich echt gut. So. Auch keine Anhänger anzukoppeln. Mal müssen wir so ein bisschen die Erkundungstour hier. Dann richtig sportlich kann man ihn dann doch nicht fahren. Hätten wir auch geradeaus so fahren können, oder? Du musst doch nicht gleich irgendwo vorfahren. Was soll denn das? Nicht gleich zickig werden. So, ich habe hier noch eine ziemlich lange Strecke vor mir. Also reißen wir ein bisschen zusammen. So, gucken wir mal, wo wir dann abbiegen müssen. So richtig weit weg kann das ja nicht sein. So. Das ist... das Schild stört. Okay, ist hinterm Schlamm. Gegenüber von der Farm geht's links hoch. Okay. Dann haben wir nämlich wieder einen weiteren Leuchtturm, also Aussichtsturm erreicht. Das ist doch dann. Ist auf jeden Stein mitnehmen, oder? So. Wasser ist gar nicht so tief. Hey, gefährlicher Wasserstand. Bla. Knöcheltief. Bla. Diesem Ding vorbei und dann kommt da gleich rechts die Fahrt und dann müssen wir eigentlich links hochgehen. Ob das ein Hoch ist oder runter, werde ich gleich sehen, aber hier geht es auf jeden Fall lang. Hallo? Ich tippe mal auf hier. Sieht ganz schön etwas wegähnlichem aus. Machen wir folgendes, schalten wir kurz den Allrad dazu, das könnte das Leben ein bisschen einfacher machen.
Wo willst du hin? Hallo. Hallo. Das ist ein bisschen wild gerade, oder? Das ist ja eine dicke Hose. Das ist die ganze hier. Kannst du dich beeindrucken? Nee, nee, nee. Das funktioniert so nicht. Ich bin beeindruckt, wenn du den Weg da hochkommst. Da bin ich beeindruckt. Wie? Und? Cool gemacht, ist sehr cool. Super. Hallo? Weiter geht's. Ich will die ganze Zeit irgendwelche Wölfe jaulen. Weit bin ich? Was ist noch ein Stück? Ah, da steht drüber. Da ist der Turm. Ich kann den Turm schon sehen. Ich kann den Turm schon sehen. Wo auch da hinkommen. Nicht übertreiben, nicht zu schnell werden. Hüpft er und dann fällt er auch schnell um. Achte den Wachturm vor dir, solche Symbole werden dabei. So. Wir sind da. Beobachtung starten. Cool. Upgrade-Standort entdeckt. So, wo hast du einen Upgrade-Standort entdeckt? Jetzt gibt es da oben auf jeden Fall eine Strecke, mit der man auch da lang fahren könnte. Da ist ein Upgrade, ganz in der Nähe. Da müssen wir da eh hin. Dann schauen wir uns das doch mal an. Cool, ich bin total happy. Das haben wir das geschafft, das ist doch cool. Schauen wir uns mal runter hier. So klappt das nicht. Aber wir würden, dass ich einfach bremsen muss, um rückwärts zu fahren. Okay, weiter geht's. On the road again, Shubidu, baby. Und? Weiter geht's. Da. Auf hier. Aus dem Flugmodus können wir das leichter sehen. So wie du, wie du, wie. So, okay. Und voll runter. Das ist irgendwie schon cool, was man hier so alles entdecken darf. Ich finde, das Spiel macht Spaß. Das kann ich anders sagen, das ist irgendwie nett gemacht. Also, ein bisschen stört es hier dieses Rumgerutsche, dass der so ein bisschen sehr wackelig unterwegs ist. Aber ansonsten ist es echt cool. Auf der Straße fahren wir kurz nach rechts und dann nach links nochmal zu diesem Upgrade, was immer das für ein Upgrade ist. Denn das ist der Grund, warum ich diese Touren mache, weil wir genau das brauchen. Damit wir weiterkommen, brauchen wir die Upgrades. So, kurz nach rechts. Dann holen wir uns das Upgrade, dann fahren wir zum nächsten Turm und von da aus fahren wir zum nächsten Upgrade. So.
langsam hier rein. So, natürlich ein Modder. Langsam. Böse Falle. Es ist erhöht. Für aktuellen Truck nicht verfügbar. Erhöhtes Wählungsset. Perfekt geeignet für alle Straßen. Alte Straßen. Gegenstände können Sie im Personalisierungsmenü dann in den Werkstatt installiert werden. Okay. Truckliste anzeigen. Folgende Truck GMC. Haben wir es doch. Cool. Freuen wir uns doch drüber. Okay. Drehe ich da hinten um und fahre dann zurück. Wahrscheinlich besser, oder? Wir haben ja eine andere Mission. Wir wollen jetzt erstmal. Unser Plan wäre jetzt erstmal, die nächste Abwehr zu organisieren und den nächsten Wachturm zu besuchen, ne? So ein bisschen so ein paar Sachen abhaken können. Stop it, stop it, stop it. Oh, 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 oh Gott, ey. Nicht ganz so rasant. Genau, besser. Feinfühl-Gasannahme ist hier Fehlanzeige. So, weiter geht's. Einfach weiter. Und langsam beim Auffahren da. Das ist gerade kaputt. Na komm schon, komm da. Genau so. Geschafft. Und auf Rüge. So, es wird hell. Cool. Hör auf, hier hinterher zu tingeln. Fahr einfach. So, einmal von drin. So, ist besser. Ja, wenn du die Hände so über Kreuz machst, dann kann ich auch kein Auto fahren. So. Hallo. So, ich muss das Licht auf jeden Fall mal ausschalten. Weiter geht's. So, komm schon weiter. Hallo. Ach, das sollte nicht nebenbei auf die Uhr gucken, oder? Das ist natürlich. Kurz vor hier mal fahren, mal kurz schauen. Da sind wir. Die Punkte haben wir noch alle gehabt. Haben wir jetzt den nächsten Punkt? Das ist doch erstmal der, oder? Ja, weiter geht's. Also 500 Meter Angaben, das ist also nicht wirklich weit. Weil ich den Baum im Weg. Will ich durch oder willst du umfallen? Oder willst du jetzt umfallen? Hier ist ein bisschen Schlamm hier. Rüber. Kann ich doch. Muss man tanken? Dass ich erstmal da rüber muss, bevor irgendwas anderes macht. Dann machen wir das jetzt eigentlich. So, stopp. Ich muss über die Brücke und dann können wir nach links fahren. Okay. Und meine gebaute, tolle Brücke hier. Die Superbrücke, die Megabrücke. Im Morgen. Licht knallen wir hier rüber. Okay.
hier lang und dann geht's da vorne wieder mal rechts. Dann gucken wir uns mal den nächsten großen Wachturm an. Der muss doch hier irgendwo rechts reingehen. Da wird er sein. Oder? Noch ein Stück weiter. Geht's denn da wirklich rein? Ja, okay. Probieren wir aus, komm. Als wäre das kein echter Weg, den ich da fahren muss. Stopp. Hinter den Bäumen rechts bei der Pfütze, okay. Jetzt hier von außen kommen. Das ist der Weg. Dann können wir den vielleicht dann abkürzen. Hier lang fahren. Schluss die Scheiße abzutun. So, aber nochmal hoch. Was uns da oben erwartet. Das geht in die Hose. Sag ich euch. Fuck. Wir machen das jetzt einfach. Gucken mal, wo wir in die Werkstatt kommen. Ich komme nicht in die Werkstatt, das ist aber doof. Truck wechseln. Ich glaube nicht, weil die nicht draußen stehen. Echt von hier? Müssen wir den nochmal anfangen? Tut mir leid. Lässt sich nicht ändern. Shit. Merde. Okay, wir haben schon ein bisschen was geschafft. Jetzt gucken wir ganz kurz in unserem Trucklager. Für was haben wir denn jetzt die. Nach, geht zurück in die Werkstatt. Das war also nicht der Plan. Der zurück in die Werkstatt, habe ich gesagt. War nicht das, was ich wollte. Ich wollte dich nur auswählen und wollte dann was schauen. Wirklich, wir wissen, wie dieses Upgrade da ist, was wir geholt haben. Ich wollte dann nochmal los das andere Upgrade holen. Das machen wir mit dem Scout, nicht mit dir. So. Tschüss. Individualisieren. Ist das der gewesen mit der Federung? Nope. Was ist der? Ah, erlaubt. Mein Ding. Immer noch keine anderen Räder, ne? Immer noch keine Offroad-Reifen. Nur das wäre nicht das, was viel wichtiger wäre. Und leer. Ein bisschen Platz haben wir noch. Jetzt fahren wir mit dem erst nochmal los. Und den machen wir jetzt nicht so schnell. Gibt es denn dafür schon irgendwas, was wir machen können? Ich den einsetzen will. Jetzt irgendwas Neues für Motor ist noch gleich. Getriebefederung. Nichts. Reifen. Immer noch keine. Und doch Geländereifen gibt es noch nicht. Okay, aber keine Offroad-Reifen. Aber für 2,9 gibt es nämlich schon mal Geländereifen. Hätte mein Auto das nicht mehr so leicht umfällt. Aber die Federung gibt es noch nicht. Also ich denke, wir fahren mit dem mit unserem Scout, weil das Auto ist, mit dem wir dann das rumkommen. Also wir hatten das jetzt nochmal los müssen, aber das habe ich jetzt nicht im Schirm gehabt, dass der sich da mal eben so ablegt. Ganz so weit ist es ja nicht. Fahren wir jetzt in einem durch. Ein bisschen nervig. Ist auch ein bisschen doof, dass man da nicht wieder starten kann. Das ist ein bisschen blöd. Ich weiß ja gar nicht, weiß, ne? Hier ganz kurz kann man an dem letzten Punkt wieder starten. Kurz auf. Lass uns noch zusammen checken. Optionen. Weiter, Codex. Ne, können wir nicht. Können wir machen. Wollen wir auch nicht. Wir fahren jetzt weiter.
Das ist ja nicht so weit. Ein bisschen durch den Modder fahren. Was ich von innen anschauen. Das ist ein bisschen besser kontrollieren. Meine Hula Hula, die tanzt hier für euch. Das könnt ihr jetzt einfach mal als, ne, mal einfach mal annehmen als kleine freudige Überraschung, wenn das wirklich für euch was rauslässt. So, Hula Hula Baby. Und jetzt geht's weiter. Gefährlicher Wasserstand. So. Wo nicht ganz so wild. Ja, weiter. Bisschen. Und mein Freund. So. Stellen wir die Kiste, glaube ich, nachher einfach mal in der Tanke ab. Denn da müssen wir mit dem ja nichts mehr erkunden. Gucken da mal, dass wir uns. Wow. Noch ein paar Aufgaben erlösen. Jetzt erstmal gucken, dass wir hier vorwärts kommen. Allrad wäre vielleicht keine dumme Idee. So, besser. Fährt sich dann doch leichter im Schlamm. Habt ihr auch das Gefühl, dass euch gleich schlecht wird? Also, bin da nicht weit von weg. So, weiter geht's. Komm. Vorne schon die Straße. Jetzt rummelt die Katze. Das war ja ein relativ kurzer und schmerzloser Weg mit der Karre hier. Beim Scouty Baby. So. Nicht mehr so weit. Jetzt kommt wieder ein Stück Modder. Und dann kommt gleich die Brücke. Und in den Mod hinein. Boing, da hüpft er richtig. Kommt gleich der Baum. Fahren, siehst du? Oh. Das haben wir das Schlimmste immer gleich geschafft. Da ist die Straße. Dann müssen wir da hinten hoch. Oh, das kriegen wir rein. Voran. So, gut. Und dann fahren wir da einfach vielleicht mal in der Untersetzung rauf, im Lastgang. Dass wir nicht ganz so wild sind. Oh, Fahrweise hier. Und. Habt's. Jawohl. So. Da sind wir wieder. Er fährt sich in diese Kurve ein bisschen sonderbar, aber egal. So, jetzt haben wir die Straße runter. Und dann suchen wir uns unseren Eingang zur Offroad-Piste. Außen gucken wir uns mal. Das ist aber dieser Strecke hier. Kurz, so, jetzt haben wir den normalen Untersetzung drin. Fahren jetzt aber ein bisschen früher hoch. Und langsamer. Doch, das ist einfach, wenn wir es ein bisschen machen. Das muss gehen. Ist das der Weg? Es ist nicht der Weg, okay. Muss das auch nicht gehen. Der Weg geht dann also da oben lang. Da ist der Weg. Okay, dann fahren wir rückwärts. Einverstanden. Wenn das geht. Bin ich denn so weit vom Weg abgekommen? Das ist aber blöd. Bin ich da wieder drauf? Nicht schon wieder umfallen, bitte.
Okay, das ist einfacher. Jetzt machen wir folgendes, wir schalten trotzdem den Lastgang. Ich glaube, dass mir die Karre hier schon wieder umfällt. Sehr schön, auch hier, gut gemacht. Komm. Easy peasy. Das geht total entspannt und cool. Super. Das Gute bei diesem Lastgang ist, ihr könnt das Auto viel, viel besser kontrollieren, viel sauberer, merkt viel eher, wenn er nicht so fährt, wie ihr das wollt. Habt diesen Stress nicht, könnt einfach Gas geben und gucken und dann, wenn es nicht geht, mal kurz das Gas lupfen, um dann Korrektur vorzunehmen. Das funktioniert einwandfrei, das wird man auch links fahren können. Aber ich denke mal, das hier ist der rechte Weg, hoffe ich jetzt auch mal. Vom Turm her würde ich sagen, ja. Kurz gucken. Da geht es auch noch links, aber da ist nichts, ne? Na, der kann hier irgendwie Punkte anmeckern, wie er will. Ich fahre jetzt einfach mal da hoch. Jetzt können wir das schon sehen, wo wir hin wollen. Das ist schon mal schön. Noch heil abkommen, ohne umzufallen, wenn es geht. Ohne umzufallen, habe ich gesagt. Das ist ganz schön tiefer Modder hier. Aber fällt euch das auf, das ist halt wirklich besser zu kontrollieren. Da ist auch dieses Gehüpfe nicht ganz so schlimm. Damit haben wir dann das Auto einfach besser unter Kontrolle und ein bisschen langsamer, aber scheiß drauf. Komm schon, jetzt fliegen wir das letzte Stück auch noch da hoch. Bitte nicht umfallen, das wäre jetzt doof. Jetzt kannst du umfallen, ist mir das egal. Achtung geöffnet. Kommt da Freude an. Auf, ja, der nächste, guck mal, wie schön hoch. Yes, und der Blick auf die Brücke. Cool. Jetzt die Frage, da wieder weiter. Zum nächsten. Macht am meisten Sinn, oder? Okay. Bisschen Geräusch hier. Da lang, als in diese Kurve, in diese Furche da reinzufahren. So. Jetzt können wir einfach den Punkt setzen, dass wir wissen, wo wir hin müssen. Also, dass wir auch die Entfernung sehen. Ein bisschen eine Ahnung davon kriegen, wie lange wir unterwegs sein müssen werden. Aber im Moment geht es so alles ganz gut. Okay. Wenn ich hier auf normaler Strecke unterwegs bin, schalte ich in einen anderen Gang, aber jetzt kannst du hier noch nicht. Ey, die Strecke mal ein bisschen noch ganz dicht. Lieber, dass ich umfall. Das ist die KI, die will uns ärgern. Ja, schalten wir um. Ah, siehst du schon? Geht's, siehst du, das ist genau das, was ich meine. Genau das wollten wir nicht. Aber gut. Jetzt einmal auf den Computer gehört. Wissen jetzt. Verarscht uns. Das ist genau das, was ja im Lastgang nicht passiert. Ach, ich komme wieder auf die Straße. Das war nicht der Plan. Ich muss leider umdrehen. Blöde. Können wir hier umdrehen? Stopp.
So. Die hilft mir nicht. Funktioniert, Bingo. Mann, ey. Warum dann immer so schwierig, wenn es doch so einfach sein könnte? Habe ich denn die Abzweigung verpasst? Scheiße. Ich sag's ja, fahrt im normalen Lastgang, dann habt ihr Ruhe, dann seht ihr sowas auch. Fahrt ihr im Standardgang, dann verpasst ihr die Abfahrt. Das ist doch für den Arsch. Langsam und ruhig, jo, bitte. So, was ist der Weg? Ne, noch ein Stückchen weiter. Da wo es so Matsche führt, okay. Nein, 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 stopp mal eben ganz kurz. Boah, seht ihr das? Wow. Brauche jetzt eine Winde. Da. Da. Huhuhuhu. Langsam, Lars. Ganz ruhig. Puh, geschafft. Wow. Sorry, das war echt eng. Oh. Hilfe. Was ist denn so schwierig sein? Mann, Mann, Mann. War eng. Gut, geschafft. Was ist denn das so anstrengend sein? Ich habe mir beinahe auf die Fresse gefallen, als uns beinahe zerlegt. So, auch jetzt nach oben. Das ist aber ziemlich hoch, dieser Turm, den wir jetzt wollen. Ja, das Upgrade, glaube ich, ist, ne? Nicht der Turm. Den Turm haben wir ja schon. Das Upgrade haut da hinten ganz schön Abgase raus, der gute Mann. Und jetzt wieder so eine Stelle. Tücki, tücki. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Das wird so nix. Gibt's da einen Weg außen rum? Boah. Nö. Gibt's da eine Möglichkeit, mich abzusichern? Ja, genau in die Richtung, die brauche ich jetzt. So, Winde anbringen.
Da. Und. Da. Puh, schwierig. Nochmal versuchen. Hände anbringen. Da. Puh. Ja, nicht mehr so ganz ohne. Aber mit der Winde hat es geklappt. Oh, den Schatten. Seht ihr das? Cool. Das ist der Schatten vom Windkraftwerk. Ist ja geil. Puh, geschafft. Ja, muss man so ein bisschen nachdenken, ein bisschen Ruhe. Das ist ja das, was wir immer sagen. Wenn du Offroad fährst, fährst du langsam, kommst du an. Fährst du schnell, fühlt sich das dann im Moment cool an, aber dann kannst du den Rest laufen. So. Das Stückchen noch. Das war auf jeden Fall eine coole Nummer. Da nehmen wir uns mal hier hoch. Da ist jetzt nichts zum Festhalten. Keine Bäume. Muss der so hoch? Das sieht aber gut aus im Moment. Da ist schon wieder Wasser. Ich weiß nicht, was herkommt da hinten. Okay. Das ist schon cool hier. Also. Bildmäßig muss ich sagen, ist das geil gemacht. Das macht echt Spaß. Das ist echt, du fährst halt echt eine Strecke, die so fühlt sich wirklich abenteuerlich an. Ich kann mal kurz hochschalten, ist ein bisschen schneller unterwegs, wenn das jetzt ist. Pille-Palle. Nicht zu wild, aber. So, stopp. Kurz umschauen. Sollen wir eben unser Ziel markieren? Können das sein? Das war schon dran vorbei. Mhm. Siehst du? So was passiert dann. Wir hätten nicht wirklich vor der Stelle abbiegen müssen, oder? Wir hätten wir wirklich vor der Stelle abbiegen müssen, vor dem fiesen Teil. Ne, da müssen wir hin. Also jetzt mal, wir machen es anders. Wir löschen wieder die andere Markierung und setzen da eine neue. So, das heißt, wir müssen jetzt zurück, müssen dann nach rechts hoch. Super. Da hier kann man nichts wenden. Vorbeifahren. Auch da wieder im schnellen Gang. Mal eben umgeschaltet und schon vorbeigefahren. Gut, 104 Meter. Die Zeit nehmen wir uns noch. Das möchte ich nämlich gerne noch sehen. Und für alle, die dann vielleicht noch weitermachen wollen, ich mache dann für heute wahrscheinlich mal Feierabend, denn das ist ein normales Leben leben hier. War aber cool bisher, muss ich echt sagen. Bis jetzt, wir haben viel geschafft heute. Ich hätte auch gerne noch eine Aufgabe gelöst, aber das machen wir einfach beim nächsten Mal. Ich kann euch jetzt schon versprechen, ich spiele das weiter, aber das ist echt so ein Ding, das dich echt runterholt. Das ist wirklich cool. Macht echt Spaß. Es gibt ja noch einiges zu entdecken. Es ist ja nur eine Karte, die ich hier gerade fahre. Es gibt ja verschiedene Länder oder Landstriche plus unterschiedliche Karten in den Landstrichen. Und hier habe ich immer noch nicht alles gesehen, noch nicht alles erlöst. Also da können wir uns noch ein paar Wochen mit aufhalten. Ich denke mal, das reicht. 10 bis 20 weitere Let's Plays. Ganz easy. Da oben ist unser Upgrade. Mal gucken, was wir da kriegen. War sehr gespannt. Weil für das Upgrade gibt, stehen auch Autos rum. So, Upgrade erhalten. Handbremse, was gibt's denn Schönes? Erhöht. Für den aktuellen Truck nicht verfügbar, aber für welchen ist es denn? Also, für welchen ist es denn erreichbar?
für den Chevrolet CK 1500, das ist doch cool. Okay, nehmen wir mit, freuen wir uns. Dankeschön. Mit dem mal kurz, dass wir hier mal runterkommen. So, Handbremse lösen. Wow. Nicht so toll, nicht ganz so wild. Das ist nicht so rückwärts, kann der ballert der sofort los. So, jetzt können wir hier runterfahren. Ist halt die Frage, wo geht's hier runter? Also der schnellste Weg. Das Motel in Nöten. Aber bis da unten, das können wir auch nochmal fahren. Komm. Dann stellen wir den da unten irgendwo ab, wenn jetzt alles normal läuft, und dann fahren wir den Rest das nächste Mal. Wir bringen ihn noch eben in die Stadt, weil im Zweifelsfall müssen wir hinten die Werkstatt bringen lassen. Ich denke, da kann er so mal in die Stadt tun, an die Tankstelle. So. Mal schön den Berg runter. Sind eigentlich bis auf dieses einen Ausrutscher sind wir auch ohne Schäden durchgekommen, was ich auch ganz cool finde. Der braucht dann irgendwann Sprit, aber das war's auch. Hallo. Das sind so Dinger, wenn die im falschen Moment passieren. Ist die Karre hin. Upsa, langsam Kumpel. Ist doch schon wieder. Wieder im Normalfahrmodus. Ja, aber der geht einfach zu ruppig. Ist einfach nicht das gleiche wie der. So, dann geht's jetzt den Berg runter, hoffe ich mal. Wahrscheinlich auch gerade ausfahren können zu dem Motor, das machen wir nicht. Hier runter. Runter, nicht durch die Walachei. So, da geht's runter. Da ist die Tanke und da stellen wir ihn ab. Hier sind wir auch schon mal runtergefahren. Da hätten wir uns das Upgrade einfacher holen können beim letzten Mal. Warum war das denn mit dem Laster? Na, ist egal. So. Nicht dran gedacht, aber egal. Jetzt sind wir auf der Tanke. An die hintere Spur, dass wir nicht im Weg sind. Und sagen, yippie-ayo. Dankeschön. Ich kann von hier aus aber gar nicht zurück, ne? Ich muss doch. Muss ich nicht. Drive-Wechseln. Geht nicht. Nein, muss ich mit dem zurückfahren. Okay, komm, fahren wir schnell nach Hause und dann. Machen wir es dann. Also dauert es noch einen Moment länger als geplant, sorry. So, den nochmal kurz Richtung Heimat ballern. Und dann haben wir es geschafft für heute. Du musst das Schild nicht mitnehmen. Das kannst du auch einfach liegen lassen. Haben wir drin, das ist dann einfacher. Mich würde, während wir hier zurückfahren, also könnt gerne dabei bleiben, aber da passiert jetzt nicht mehr wirklich viel. Mich würde tatsächlich interessieren, ob das okay ist, was wir hier machen für euch, oder ob ihr sagt, nee, ich will das nicht, finde das doof, kannst nicht mehr was anderes tun, kannst nicht mehr irgendwas Lustiges machen oder so. Ne? Mein Querfeld einfahren gerade eben vom Berg oben hat ja nicht so ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich würde mich tatsächlich darüber freuen zu wissen, sagt ihr, habt ihr es gesehen, da flog gerade ein Ast rum. Gerade richtig mitbekommen, dass wir jetzt einen Ast auf der Haube haben. Ja, okay, wir haben einen Ast auf der Haube. Jetzt haben wir den nicht mehr auf der Haube, alles klar. Ist das etwas, wo ihr sagt, nee, wir wollen das, das andere Sachen sehen, oder ist das okay, was wir machen? Macht das Spaß? Ist das blöd? Ist das cool? Würde mich schon interessieren, wie es euch gefällt. Das haben wir alles. Hier muss da hinten irgendwo ein Turm stehen, dass das so dunkel ist, oder? Egal, heute nicht mehr. Und, ist das okay, was wir machen? Ist das nicht okay? Da können wir auch noch. Und, sollen wir so weitermachen? Habt ihr irgendwie eine Idee? Vielleicht mit einem anderen Truck was machen? Oder mehr Aufgaben? Oder ohne Kommentar einfach fahren. Aber was ich gerne auch machen würde, das werde ich tatsächlich zwischendurch auch mal machen, ist einfach so ein, mal Offroad fahren. Ich muss einfach mal sagen, komm, ich fahre mit der Kiste jetzt einfach mal Querfeld ein. Ich suche mir eine Stelle raus, die mir gefällt, und fahre wirklich mal quer durch den Busch. Ich denke, das ist immer ganz witzig. Aber das würde ich dann, glaube ich, wieder mit dem anderen machen, der nicht so oft umfällt.
Wobei dieser den Vorteil hat, der ist halt sehr schön schmal, sehr leicht und der geht halt dann eher so durch den Wald. Ich denke, es ist beides spannend. Das soll beides wahrscheinlich ausprobieren. So. Jetzt bringen wir uns eben durch den Schlamm Richtung Heimat. Und dann sage ich an der Stelle schon mal, bevor ich es gleich vergesse, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat oder ihr Fragen habt oder euch nicht gefallen hat, bitte gerne kommentieren. Auch gerne natürlich, wenn es gefallen hat, ein Like da lassen. Freue ich mich drüber. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Und ich versuche tatsächlich so jetzt ein bisschen mal wieder regelmäßiger was zu tun. Das ist aber zwischendurch immer ganz schwierig, weil ich einfach noch so viele andere Sachen um die Ohren habe. Aber ich versuche tatsächlich mal wieder das Ganze etwas regelmäßiger zu machen mit den Let's Plays. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder zuschaut. So, komm, dann wühle ich hier zu Ende durch. Wir wollen heim. Ah, jetzt geht auch das Licht schon wieder unter, das passt dann. Ne? Da haben wir nämlich schon den Sonnenuntergang. Ja, der. Cool, eigentlich ein geiles Bild. Ja. Wenn ich zu lange drauf gucke, dann fahren wir wieder vor irgendeiner Wand und das wird dann wieder teuer. Ja, fährt hier schon wieder Schlangenlinien. Da wieder einen Kahn, der Junge. Ja, also jetzt die ganze Zeit schon unterwegs und wir haben jetzt mal eben ein bisschen nachgetankt. So ist der Wagen echt schon gut, wenn der ein bisschen stabiler wäre, was das Thema Schwerpunkt anginge. Das wäre schon nochmal ein bisschen besser. Da ist unser Home Sweet Home, unsere Werkstatt. Und dann machen wir es beim nächsten Mal, dann fahren wir die Autos mal raus. Dann mache ich das jetzt auch noch eben, stelle den rein, fahre den raus, machen wir dann den nächsten. So, wir haben einen Offroader, dann müssen wir hier zur Straße fahren. Und ja, dann sind wir wieder da. Da sage ich ganz, ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet, wieder dabei seid. Es kommen jetzt wieder regelmäßige Sachen. Bis dahin, bis ganz bald. Ciao, ciao und Servus.